Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Fondation Weiler. Ihrem großen Interesse nachzuschließen, muss dies heute ein wichtiger Anlass sein. Nach einleitenden Worten meinerseits wird Sie Gastkurator Martin Schwander in die Ausstellung und das Werk von Edgar Degas einführen. Einigen von Ihnen wird er wohl noch als Kurator der Ausstellung Venedig, Canaletta, Turner, Monet bekannt sein, die 2008 in unserem Haus organisiert wurde und damals sämtliche Besucherrekorde gebrochen hat. Wir haben für Sie außerdem einen speziellen Gast eingeladen, einen Ehrengast, der nicht nur das wohl wichtigste Museum der Welt führt, sondern auch der weltbeste Kenner von Edgar Degas ist. Er hat die bahnbrechende Degas-Ausstellung im Grand Palais 1988 verantwortet, die anschließend im Metropolitan Museum in New York und in der National Gallery of Canada in Ottawa gezeigt wurde. Und er hat die Biografie von Edgar Degas verfasst, die bis heute das Maß aller Dinge für das Verständnis des Künstlers ist. Wir freuen uns außerordentlich, dass uns Henri Loiret, Präsident-Direktor du Musée du Louvre, heute mit seiner Teilnahme beehrt. Wir sind stolz, Ihnen nach den mit jeweils über 100.000 Besuchern überaus erfolgreichen Ausstellungen über Pierre Bonnard im Frühjahr und Jeff Koons im Sommer sowie der entspannten Philippe Parrenau-Ausstellung, die diesen Sonntag endet, und der Calder Gallery, die zum Glück noch bis nächstes Jahr zu sehen sein wird, unsere größte und wichtigste Ausstellung des Jahres vorstellen zu dürfen. Sie ist dem französischen Künstler Edgar Degas gewidmet, dem letzten großen Künstler des 19. Jahrhunderts, wie ihn seine amerikanische Künstlerfreundin Marie Cassatt betitelte, und gleichzeitig einem der ersten und bedeutendsten Wegbereiter der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts, wofür er von Pablo Picasso, Henri Matisse, Francis Bacon und anderen führenden Künstlern aus unserer Sammlung geschätzt wurde und weiterhin von Künstlern und Kennern verehrt wird. Edgar Degas hat sich seinen Spitzenplatz im Olymp der Kunstgeschichte gleich für mehrere Leistungen verdient. Erstens als führender Kopf der Impressionisten, der einflussreichsten Künstlergruppe des 19. Jahrhunderts, der unter anderem auch Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir und Camille Picasso angehörten. Zweitens als einer der herausragenden Pioniere der modernen Kunst, der zusammen mit seinen Kollegen und Schützlingen Paul Cézanne, Édouard Manet, Claude Monet, Paul Gauguin, Georges Seurat und Vincent van Gogh die entscheidenden Impulse für die Entwicklung der modernen Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gaben. Und drittens als eigensinniger und einzigartiger Künstler, dessen experimentierfreudiges, radikales Spätwerk eines der Glanzlichter in der Kunstgeschichte setzte, insbesondere seine Meisterschaft im Zeichnen und seine wunderbaren, farbenprächtigen Pastelle zählen zum schönsten und berührendsten, was eine Menschenhand je erschaffen hat. In dieser Kategorie wird er oft in einem Atemzug mit Rembrandt van Rijn sowie seinen Vorbildern Jean-Auguste Dominique Ingres und Eugène Delacroix genannt. Bei so viel Ansehen und Ruhm ist es erstaunlich, wie selten monographische Ausstellungen von Edgar Degas sind, insbesondere im Vergleich mit seinen Zeitgenossen von gleichartiger Bedeutung. In der Schweiz wurden bisher einzig in der Fondation Pierre Janada im Jahr 1993 sowie im Kunsthaus Zürich 1994 Ausstellungen organisiert. Ähnlich verhält es sich in Deutschland. Seit den 90er Jahren gab es in der Schweiz und in Süddeutschland, wo 1994 in Tübingen die letzte gezeigt wurde, keine Degas-Ausstellung mehr zu sehen. Das ist schon fast eine Generation her. Ebenso überraschend ist, dass es bisher keine Ausstellung gab, die umfassend das Spätwerk des Künstlers untersuchte, das als Höhepunkt und Vollendung seines Schaffens gilt. Die Ausstellung der letzten Jahre, beispielsweise in der Royal Academy in London, der Hamburger Kunsthalle oder dem Museum of Fine Arts in Boston, zusammen mit dem Musée d'Orsay in Paris, konzentrierten sich auf Teilaspekte seines Oeuvres, wie die Tänzerin oder die Akte oder die Skulpturen. Andere, wie die Degas-Ausstellung in Turin, speisen sich aus einer einzigen Sammlung. Wir freuen uns deshalb, Ihnen eine Ausstellung von Edgar Degas präsentieren zu können, wie es sie noch nie zu sehen gab. Das liegt nicht nur am Konzept der Ausstellung, sondern auch an der Werkauswahl und Zusammenstellung,
der Präsentation, dem Umfang und der herausragenden Qualität. In der Tat ist es gelungen, aus den letzten 30 Lebensjahren des Künstlers viele Meisterwerke aus renommierten Museen Europas, Amerikas, Asiens und sogar Australiens zu gewinnen. Sowie selten gesehene Schlüsselwerke in zahlreichen privaten Sammlungen aufzuspüren. Fast 100 verschiedene Leihgeber haben zu dieser Ausstellung beigetragen. So, was kriegen wir denn mit Fuse? Mit 150 Werken ist es eine große und bedeutende Ausstellung geworden, welche sogar noch umfangreicher als die genannten der letzten Jahre ist. Dass Dürger-Ausstellungen relativ selten sind, hat nicht nur damit zu tun, dass sie wegen dem hohen Versicherungswert der Werke und ihrer geografischen Zerstreutheit sehr kostspielig sind, sondern vor allem mit der enormen Fragilität seiner Arbeiten auf Papier, insbesondere seiner legendären Pastelle, welche von manchen Museen aus konservatorischen Bedenken grundsätzlich überhaupt nicht mehr ausgeliehen werden. Das ist nach umfangreichen Recherchearbeiten, jahrelange Vorbereitungszeit und enormen Anstrengungen aller Beteiligten trotzdem gelückt ist, eine Dürger-Ausstellung dieser Klasse zu realisieren, haben auch wir selbst nicht für möglich gehalten. Es ist ein großer Vertrauensbeweis der Leihgeber in die Fondation Baylor, dass wir ihnen heute 22 Gemälde, 65 Pastelle, 5 Zeichnungen, 12 Monotypien, 6 Lithografien, 13 Fotografien und 28 Skulpturen des Künstlers präsentieren können. Nachdem wir lange gekämpft haben, waren wir zum Schluss sogar in der glücklichen Lage, unsere Ausstellung erweitern zu können. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Martin Schwander für seine sorgfältige und engagierte Arbeit, bei der ihm vor allem unsere Associate-Kuratorin Michiko Kono sowie ihre wissenschaftliche Assistentin Julia Gerbig tatkräftig unterstützt haben. Mein Dank geht auch an jeden einzelnen Mitarbeiter aus dem professionellen und hochmotivierten Team der Fondation Baylor, die an diesem aufwendigen Projekt mitgearbeitet haben. Wir wissen, dass in der heutigen Zeit viele große Anstrengungen und kleine Wunder notwendig sind, um eine solche Ausstellung zu realisieren. Einen wichtigen Beitrag zur Präsentation der Dürger-Ausstellung haben auch unser Ausstellungsarchitekt Dieter Thiel und unser Beleuchtungsspezialist Charles Keller geleistet. Es ist wohl ein einzigartiges Erlebnis, lichtempfindliche Dürger-Werke im Tageslicht und zeitgenössischer Architektur genießen zu können. Warum haben wir diese schwierige Herausforderung also angenommen? Zuallererst einmal wegen unserer persönlichen Liebe und Leidenschaft zur Kunst von Edgar Degas. Auch aus dem Ehrgeiz, einen Beitrag zur Vermittlung der überragenden Leistungen des Künstlers leisten zu können. Und natürlich aus der Lust an der Freude, ein großes Publikum für diese Ausstellung zu gewinnen und von Degas-Werken begeistern zu können. Schließlich aus der Verpflichtung und dem Anspruch, diesem wichtigen Künstler aus unserer Sammlung eine Ausstellung zu widmen, welche auch unsere Sammlung selbst und ihre Ursprünge beleuchtet und in der Kunstgeschichte verortet. So waren es denn auch die beiden Werke von Edgar Degas in der Sammlung Baylor, die Martin Schwander und ich als Ausgangspunkt für die Ausstellung gewählt haben. Einmal mehr hat es sich gezeigt, dass das legendäre Auge von Ernst Baylor mit den beiden Pastellen Trois Danseuses um 1903 und Le Petit Déjeuner après le Bain, entstanden zwischen 1895 und 1898, zwei Arbeiten ausgesucht hat, die von den Experten wegen ihrer Qualität und Bedeutung zu den zentralen Werken im Oeuvre des Künstlers gezählt werden. Dass unsere beiden Pastelle hier in sinnvoller und erhellender Weise in die Werkauswahl integriert und in den Kontext ihrer Entstehungsgeschichte gesetzt wurden, ist dem scharfen Geist, geschulten Auge und der fundierten Kenntnis von Martin Schwander zu verdanken. Diese an Meisterwerke reiche Ausstellung des großen französischen Meisters ist auch ein Meisterstück unseres regelmäßigen Gastkurators. Was zeichnet also Edgar Degas aus und was kann man in dieser Ausstellung über sein Spätwerk sehen und lernen? Zuerst einmal das, was das Lebenswerk des Künstlers berühmt gemacht hat. Seine legendären Darstellungen von Tänzerin, seine vielseitigen Studien von Frauenakten beim Baden und der Körperpflege und seine Szenen von Rennpferden und Jockeys. Dann auch, was für viele Besucher eine Entdeckung sein dürfte, seine fantastischen, der Abstraktion nahekommenden Landschaften, die geheimnisvollen Interieurs und die eigenartigen Porträts.
Wie kein anderer seiner Zeitgenossen hat sich Edgar Degas in einer Vielzahl von künstlerischen Mitteln ausgedrückt, die sowohl Malerei, Pastelle, Zeichnungen als auch Skulptur und sogar Fotografie umfassten. Radikal und risikofreudig hat er insbesondere in seinen Arbeiten auf Papier mit verschiedenen Techniken experimentiert und mit diesen auch entscheidend dazu beigetragen, die Grenzen zwischen Malerei, Zeichnung und Druckgrafik auszuloten, zu durchdringen und zu verflüssigen. Degas ist gleichzeitig ein Meister der Linie und ein Magier der Farben. Wenn ich die Linie einmal habe, vertraut er seinem Künstlerkollegen Walter Sickert an, halte ich sie fest, ich lasse sie nicht mehr los. Und Julie Manet erzählt von einem Besuch im Atelier Degas, wo dieser ankündigt, ich werde Ihnen die Farborgien zeigen, denen ich mich im Augenblick hingebe. Degas hat durch die Beschränkung auf einige wenige Sujets seine Kunst nicht in die Breite, sondern in die Tiefe entwickelt. Durch das Arbeiten in Serien und Variationen, die miteinander in Verbindung stehen, hat er eine neuartige, für die moderne Kunst wegweisende Arbeitsstrategie und einen erweiterten Werkbegriff geschaffen. Wir werden Augenzeugen seiner Entwicklung vom schon zu Lebzeiten hoch angesehenen Impressionisten zum herausragenden Einzelgänger, der sich mit einem Fuß in der Reihe der alten Meister, namentlich der klassizistischen Tradition Frankreichs, einreiht und mit dem anderen in Form und Inhalt unbekanntes künstlerisches Neuland betritt, das ihn nahe an die Moderne und die Abstraktion führt. Dem, was sein Malerkollege Renoir wohl ausgedrückt hat, als er sagte, dass wäre Degas mit 50 gestorben, hätte er den Ruf eines ausgezeichneten Malers hinterlassen. Von seinem 50. Lebensjahr an erweitert sich sein Werk und er wird zu Degas. Edgar Degas, der großbürgerliche Intellektuelle, der im Leben konservativ elitär, aber in der Abgeschiedenheit seines Ateliers ein risikofreudiger Revolutionär ist, welcher die Kunst unabhängig von allen Konventionen erneuert und für sie neue Freiheiten erobert. Ein Mann, der ein Leben lang schöne Tänzerinnen und Aktmodelle vor Augen hatte und dessen Verhältnis zum anderen Geschlecht sich doch auf die Motive seiner Kunst beschränkte, die der Hauptzweck seines Daseins war. Er, der sich fast alles leisten konnte und dessen einziger Luxus es war, Werke von anderen wichtigen Künstlern zu sammeln. Ein eigensinniger, unabhängiger, der sein Leben ganz der Kunst widmet und sich auf dem Höhepunkt seines Erfolgs, Ruhms und Einflusses von Kunstbetrieb und Gesellschaft in die innere Immigration zurückzieht. Gerade ihm, Degas, gelingt es, trotz Reduktion der Wirklichkeitserfahrung durch Distanz, Analyse, Konzentration und ausdauernder Erforschung in einer Zeit großer Umwälzungen und Veränderungen dauerhaft gültige Bilder zu schaffen, die in der Darstellung des Körperlichen in neuartigen Perspektiven und fragmentierten Bildausschnitten ein authentisches Bild des modernen Großstadtmenschen auszudrücken vermögen. Ein Mann, der vielleicht gerade weil er vom Verlust der Sehkraft bedroht war und den Tod so sehr fürchtete, den großen Wert des Sehens für den Menschen erkannte und in seinen Kunstwerken etwas von der Essenz des Lebens festzuhalten vermochte. Wer sich Degas Biografie anschaut, könnte auf den ersten Blick glauben, dass sein in geordneten Bahnen verlaufendes Leben im Gegensatz zu den tragischen Viten von Gauguin und Van Gogh konventionell sei. Wohlhabend, kultiviert, gebildet, weitgereist, erfolgreich, angesehen, Drama und skandallos. Eine vertiefte Beschäftigung mit dieser Künstlerbiografie macht aber verständlich, wieso er schon zu Lebzeiten zur Legende wurde und dass sein Leben durchaus eine spannende Story ist. Ich wäre gerne berühmt und unbekannt zugleich, sagt Degas, und vermutlich ist diesem wunderbaren und wundersamen Künstler gerade dieses Kunststück gelungen. Vielleicht lohnt es sich, gerade in unserer von Starrum, Geldmacht und Kommunikationswahn gekennzeichneten Zeit- und Kunstwelt innezuhalten und sich von Degas und seinen aus Zurückgezogenheit, Reflexion und Konzentration erarbeiteten Kunstwerken anregen zu lassen. Das möchten wir jetzt machen, indem Martin Schwander uns bitte in die Ausstellung einführt.